Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Hier ist der Gecko Climber und wir spielen heute einen der ganz, ganz, ganz großen Klassiker. Ich will gar nicht so viel erzählen, ich will nur auch nicht so groß ins Intro reinquatschen, denn das wird ein bisschen länger dauern, aber ich wollte schon mal Hallo sagen. Von daher schauen wir uns das mal an, was Dave Gibbons uns präsentiert. The old man was trying to tell the future, looking for pictures in the campfire. Oh, I see evil, evil, born deep beneath the city. Far from the light of day, I see it growing safe beneath a sky of steel, scheming in the dark, gathering strength. And now, oh, now the evil spreads. It sends deadly feelers over the land above, across the gap, reaching towards this very place. I'd seen him do it 100 times, but I humored him. After all, he'd been like a father to me. And what does this evil want here? Oh, my son, I fear the evil wants you. That was when Joey piped up. Sensors detect incoming audio source. The evil is nearly here. It sounded more like a copter than a demon. But the next thing, all hell let loose in. Run, Foster, run! Hide from the evil! Foster, help! Better make my next body move faster, Foster. He was only a robot. Oh, I love the little guy. Then, as suddenly as it started, the shooting stopped. There was a moment's silence as the copter cut its rotors. Then... Whoever is in charge here, come forward. Now! Only a fool would have argued with that firepower. I am the leader of these people. We are peaceful. Bring him here. At once, Commander Reich. We're looking for someone. Someone who doesn't belong here. Who wasn't born in this garbage dump. Who came from the city as a child. We want to take him home again. My mind racing. I remembered where I'd seen that symbol before. It was the day the tribe found me. The day of the crash. The day my mother died. You all right, city boy? Got a name, son? Robert. Ah, welcome to the Gap, Robert. As he patched me up, the old man had gently explained that there was no way back into the city, and I already knew there was nothing he could do for Mother. His tribe was poor, but they treated me like one of their own. I learned how to survive in the wasteland they called the Gap, and scavenging from the city dumps. As the years passed, I forgot my life in the city. Discovered new talents. Ha! I'm your friend. Call me Joey. And got a second name. This is what we'll call you. Now that you've come of age, son, we found you, fostered you, so that makes you Robert Foster. Wasted enough time. Give us the runaway, or we'll shoot everyone. Starting with you, Granddad. The old man had been right for once. It was me they wanted. No, my son. Don't let the evil take you. Run! DNA scan confirms it's him, sir. Evil had come to the Gap, just as he said. Take him. But had the old man seen why it wanted me, or what it would do next? It was too late to ask him now. Leaving destruction zone, Commander Reich. Good. Detonate. Much too late. Keine halben Sachen. Why, you murdering! Keep him quiet! All I could do was wait, just like on a hunt. Just like the old man taught me. Wait and be ready. It was dawn when we reached the city. Land in the central security compound. A dawn my tribe would never see. They were no more than a note in Reich's book now. Yes, sir. Locking on automatic landing beacon. But what was I? Why did... Sir! The guidance system! It's gone crazy! We're going to hit! Maybe I'd get some answers now. If I survived another copter crash. Das sieht nicht gut aus. Okay, irgendwie haben wir es geschafft, hier rauszukommen. Und jetzt soll man machen, dass wir wegkommen. Hey, Danny! Gar nicht gut, gar nicht gut. So.
Ich glaube, wir sollten uns verstecken. Ne? Na, bist du in Lila? Bist wahrscheinlich einer von den komischen Typen, die in der Nähe sind. Who are you on? Looking for a saboteur from the Gap. He crashed a chopper and escaped. Oh, sounds dangerous to me. Don't worry, he's not going anywhere. We cut the power to the elevator, and the crash has blocked the walkway. What if he comes in here? You'll be fine. We posted guards. And Reich wants to hunt him down personally. Reich, eh? This guy must be important. Yeah, we got orders direct from Link. Take him alive before he does any more damage. Best of luck to you. These guys are out to get me, but why? They already destroyed my home and my people. Well, Reich, whoever you are, it's retribution time. Gotta be clever. Play them at their own game. First thing is to get Joey running again. Ich glaube, wir haben erstmal ganz andere Probleme. Wir müssen erstmal an dem hier vorbei, ja. Und jetzt nochmal ganz offiziell hallo und herzlich willkommen zu Beneath a Steel Sky. Ja, ein ganz, ganz, ganz großer Klassiker, den ich mir jetzt hier nochmal ausgesucht habe. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, nämlich weil Revolution das Sequel dazu angekündigt hat. Ich möchte ganz gerne das Spiel vorher noch gespielt haben. Haha. Ja, es gibt noch jede Menge andere Sachen, die werde ich jetzt so im Laufe des Let's Plays mal noch erzählen. Aber jetzt wollen wir erstmal hier gucken. So, hier haben wir eine Tür. Hier unten ist der komische Typ und die Treppe. Und jetzt werde ich euch erstmal nochmal eine Sache in diesem Spiel hier zeigen, ja. Wir haben hier noch ein paar Spielstände, die alt sind. Ja, hat auch mit dem zu tun, was ich jetzt gleich erzählen werde. Ja, die Sache ist die, wir müssen in dem Spiel hier relativ häufig speichern, weil wir können sterben. Und zwar, those stairs don't look safe to me. Und zwar, wenn wir es wollen, eigentlich direkt mit dem ersten Mausklick. Wenn wir nämlich hier runterlaufen, dann war's das. Zack, so schnell geht's. So, gut, dass wir gespeichert haben. So. Okay, ja, ihr habt ja schon so ein bisschen gesehen. Das ist wieder so dieses typische Revolution-Interface, was ich eigentlich relativ cool finde. Weil es einfach nur linke und rechte Maustaste gibt. Keine 100.000 Icons hier unten. Sondern nur unser, unser Inventar. Mit der Hauptplatine, die Joeys individuelles Persönlichkeitsbild beinhaltet. Und den wollen wir jetzt erstmal wieder zum Laufen kriegen. Aber jetzt gucken wir mal. Oh, hier ist noch ein Hinweis. Fire exit. Do not obstruct. Key available on presentation of requisition form SOS23. Oh, jemine. Okay. Können wir damit... Nein, können wir nichts tun. So, da ist die Tür. Doesn't look as if it's ever used. Okay, vielleicht geht's ja trotzdem auf. Shut tight. Just as well there isn't a fire. Tja, gut, wenn der der Feuerausgang, der Notausgang einfach mal festgerostet ist. Gibt's da eigentlich sowas wie Gewerbeaufsicht? Na egal. So, ja, ich muss dazu sagen, das Spiel ist jetzt so semi-blind. Ich hab's vor einiger Zeit schon mal gespielt gehabt. Aber, das ist jetzt schon Größenordnung, 10, 12 Jahre her. Sprich, ich weiß nicht mehr so viel, außer den gesamten ersten Teil. Weil, ja, da gibt's auch nochmal so eine kleine Geschichte. Da haben wir noch hier diesen Vorsprung gegenüber den Stufen. I could make use of that. Wenn er es benutzen will, dann soll er es doch tun. So. Und jetzt haben wir doch hier ein Metallstück, das als Brecheisen gilt. Jawohl. So, das können wir ja auch einfach benutzen. Ja, das Spiel ist für mich was Besonderes tatsächlich. Weniger aus dem Grund, dass ich das halt früher schon mal gespielt habe. Who's up there? Oh, you won't escape that way. Ich erzähl gleich weiter.
Der Typ hat uns gesehen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier, oh je, hoffentlich erwischt er uns nicht. Wir haben ja schon gesehen, was passiert, wenn er das tut. Oh, da geht's tief runter. Irgendwie fehlt eine Feuertreppe oder sowas. He must have jumped. Fell all the way to ground level. Phew, lucky escape. Yep, das war echt gerade noch so in letzter Sekunde. Ja, das hier ist es für mich was Besonderes, weil das ist das erste Let's Play, das ich quasi von der Aufnahme des Spiels bis zur Post-Production, Hochladen, Thumbnails und alles komplett in Linux erstellen werde. Und ich habe schon mein erstes Lehrgeld gezahlt, weil, ja, ich hatte die ersten 4 Folgen aufgenommen, habe dann gemerkt, dass ich mir mit meinem Aufnahmeprogramm noch nicht ganz so drüber einig war, dass ich das Zeug auch abspeichern sollte. Deshalb, wenn wir jetzt durch die ersten 4 Folgengrößenordnungen nochmal durchackern und dann mal schauen, wie weit das wir kommen. Ich werde es auch nicht als blind oder semi-blind betiteln, weil, naja, so ein paar Sachen weiß ich halt einfach noch. So. Doesn't look as if it's ever used. Tja, die wurde gerade eben 2-mal benutzt tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was du willst. Mit ein bisschen Nachhilfe hat das hier funktioniert dann. So, und unser Freund verschwindet jetzt. Das heißt, wir können hier runter. Ach, ist das schön. Ja, und es gibt noch eine Neuigkeit. Denn für alle, die das Let's Play hier jetzt auf YouTube schauen möchten, den möchte ich ans Herz legen. Ich werde, oder gibt's hier noch was Tolles? Oder ist eine Platte? That panel in the floor looks like an elevator. So, können wir mit dem was tun? It doesn't look as if it would bear my weight. Okay, haben wir hier noch eine Presse, eine große. Vielleicht können wir mit der noch was tun. It's wheezing and banging. Like an asthmatic dinosaur in the mating season. Oh, schöner, schöner Vergleich. I'm not putting my hand anywhere near there. Gute Entscheidung. Also da hat auch die Gewerkschaft irgendwie noch jetzt so wirklich drauf geguckt. Heieiei. Also mit Betriebssicherheitsverordnung und so müssen die nochmal gucken. Das ist, Gefahr für Leib und Leben und so weiter. Ja, so. Jetzt ist hier ein bisschen ruhiger. Juhu. Ja, was ich erzählen wollte, ist, die Leute, die das Video jetzt hier auf YouTube gucken werden, werden, ja, die Videos einen Tag später bekommen. Also im üblichen Ton ist aber halt einen Tag später als die Leute, die das Video vielleicht dann später hinaus auf, ja, auf OpenTube schauen werden. Ich werde es euch unten in der Beschreibung verlinken, weil ich möchte ein wenig meine ganzen, ja, meine ganzen sozialen Netzwerk ein wenig ins Fediverse verlagern. Und da werden wir jetzt einfach mal gucken, was, wo und wie das dann am Ende funktionieren wird. So, auf jeden Fall, gucken wir jetzt mal. Hier ist jede Menge Abfall. Zu dem Thema Fediverse. A discarded coffee machine? Okay, noch mehr. It's a robot shell. Rusty. But it might work. Oh, eine Roboterhülle. Ja, also zum Thema Fediverse und so weiter wird es von mir auch nochmal einen Vlog geben in nicht allzu ferner Zukunft. Und da werde ich auch auf alles nochmal in aller Ruhe eingehen. So, jetzt haben wir hier eine Roboterhülle. Und da dürfen wir doch jetzt mal den Joey hier wieder in Gang kriegen. Hoffe ich doch zumindest. Welcome back, Joey. Is this the best shell you could find? Listen, we're in deep trouble. You've turned me into a vacuum cleaner. Oops. It's functional. Don't be ungrateful. Now, I don't know where we are or why we were brought here, but I intend to get some answers. I've got a weird reading from my scanner. We're 120 meters above the ground. We've got to find a way down. And keep out of the way of security. So, hallo Joey. Ja, können wir mit dir reden? Oh, ja. Ja, ich guck mal einfach mal. What's our present location?
What does it matter? We've had it. Ja, also als ich angefangen hatte, ich hatte ganz vergessen, was für eine Art von Humor die in diesem Spiel hier haben. Und ich find's immer noch selten genial. What is this place? It's not worth explaining. You're too thick. Phew. Okay. Any human activity nearby? How should I know? The shell's sensors are useless. Okay, was hat denn die... Oh, 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 das gibt jetzt böse. That little shell suits you, Joey. Get lost, Foster. It's awful. Find me a new one. Immer wieder schön. Okay. What tools does that shell have? None of any use, unless you're into housework. I've got an onboard buffing and polishing tool, and an extendable probe. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, aber wir müssen hier erstmal raus hier. We have to get out of this city. Can't we just stay here? Vielleicht probieren wir es mal damit hier. Wir gehören hier nicht her. Haben wir ja auch gesehen irgendwie. We don't belong here. Speak for yourself. I reckon I could get to like it here. Okay. Also ich hatte in dem letzten Durchlauf das andere genommen. Da beschwert er sich halt wegen dem ganzen Staub und Dreck im Gap, dass er dann halt den ganzen Getriebe und auf den Platinen hat und so weiter und so fort. Also sehr, sehr, sehr lustig alles. About that temporary shell, Joey. I don't want to talk about it. Ja, ich guck trotzdem nochmal. I'll find you a new shell, I promise. I should hope so. Marvelous. I get kidnapped, nearly killed in a copter crash, hunted by professional thugs, and I'm stuck with a robot in a sulk. Tja, das Leben ist hart. Forget it. So, da ist er, unser Staubsauger. Sieht immer noch so aus, wie als hätte er hier vorne so einen kleinen Rüssel. Naja. So, hier ist ein Transporter. Können wir mit dem was tun? There doesn't appear to be anything wrong with it. There's no obvious reason why this droid isn't working. Okay, dann haben wir hier... Oh, da ist eine Anzeigentafel. Da gucken wir auch mal noch. Pretty lights. And a keyhole. But no sign of a key. Tja, den wird wahrscheinlich irgendjemand mithaben. I can't operate it without the key. So, dann gibt es hier noch eine Anzeigentafel. Flashing lights like these can be hypnotic. So, können wir da... There's no way of changing the sequence. So, hier geht's nochmal weiter, aber... Oh, da ist noch ein Lift. Vielleicht können wir mit dem ja, wohin fahren. An elevator to the floor below. Das ist doch genau die Richtung, die wir brauchen. Nicht gut. Hey, what are you doing? Weren't you told? Routine inspection. Well, keep off that elevator. Your weight set the alarm off. And I can't concentrate with all that noise. The old guy's right, you moron. That lift's designed for light machinery. Not a hulking animal like you. Where did you get that robot? I built him. Like it? It's crap, son. Ui, ui, ui. Okay, okay, okay. So. So, Joey? Give me an analysis, Joey. Was ist das? It's a metal bar. What sort of metal? It's an alloy of iron and carbon. Commonly known as steel. Okay. Ein bisschen Stahl ist ja auch nicht verkehrt. So. Und guck mal gerade nochmal kurz da drüben rein. Ich glaube, das haben wir hier nämlich alles soweit gemacht. So, da ist ein Schrank. Smart Design. So, können wir hier einfach mal reingucken?
Oh, ein belegtes Brot und ein Schraubenschlüssel. There's 101 uses for a wrench. So, so, dann nehmen wir den doch mal mit. What are you doing? Get out! That's my personal property. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Joey, kann ich noch mal mit dir reden? Nö. Forget it. So, okay. In dem Fall, ich habe gerade gesehen, die Folge ist schon rum. Dann werden wir in der nächsten Folge mal gucken, was wir, an dieser Stelle noch so anstellen können. Und wie wir jetzt hier tatsächlich wieder rauskommen. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß an diesem neuen Projekt von mir. Und wir werden da mal schauen, wie es hier dann in der nächsten Folge weitergeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!